Er war der große Favorit in diesem 116. Wimbledon-Finale und er wurde seiner Rolle gerecht. Leighton Hewitt, der Weltranglisten-Erste, gegen David Nalbandian, den Nobody aus Argentinien. 6:1 und 6:3 gewann der Australier die ersten beiden Sätze. Nalbandian verschlief den ersten und verpasste seine Chancen im zweiten. Hewitt in diesem Grundlinienduell der eindeutig bessere Mann auf dem Platz und so freute er sich nach fast genau 2 Stunden über seinen 2. Grand Slam-Sieg nach den US Open im vergangenen Jahr. 6-1, 6-3, 6-2, Leighton Hewitt setzt damit die lange Tradition australischer Sieger fort. 15 Jahre nach Pat Cash durfte er den Pokal von Wimbledon aus den Händen des Herzogs von Kent in Empfang nehmen. Der jüngste Wimbledon-Sieger seit Boris Becker. Und im Moment die absolute Nummer 1 im Herrentennis, Leighton Hewitt aus Australien.